Lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte mir, ich könnte euch noch aufzählen, dass die Allianz Raids kommen, einen Abklatsch von Injustice 2 oder auch Arena Renner und Meisterung 2.0 und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gedacht, was nützt es schon, wenn das sowieso weitaus hergeholt ist? Das ist so weit raus, was nächstes Jahr auf uns zukommen wird, falls überhaupt es irgendwann ein festes Datum gibt, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Das war's auch vom Newsletter. Ich musste tatsächlich ihn kürzer halten. Ich musste sehr viele Sachen abkürzen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock habt und sagt, hey Andi, hat mir gefallen, war mir gesandt, wie du Kabam ein bisschen so ja, die Leviten gelesen hast, dann macht's einfach, wie jeder es tut. Wenn euch ein Video gefällt, dann Kanal, abonniert den Kanal, schreibt die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, macht das ruhig, dann kann ich euch diese beantworten. Fakt ist noch, zum Schluss noch, so ein kleiner Bergpredigt von mir. Ich habe so bei diesem Drehen mir sehr viel Mühe gegeben, aber ich habe mir über eine Stunde verworfen einfach, weil, okay, an dem Tag war ich so sauer auf Kerbam, dass ich es immer so politisch hinauszögern und sich die Arschlöcher verhalten, dass ich mir gesagt habe, hey komm, das bewahren wir uns für den späteren Teil auf. Also, es kommt noch ein Newsletter von mir, der wird aber erst im Juni erfolgen, also voraussichtlich nächste Woche oder wenn ich so Mitte Juni, da werde ich euch ein bisschen auch erklären zu diesen neuen Futures, auch zu Meisterung 2.0, was es für Meisterungen sein werden, was es mit der Aufsicht hat mit diesen zusätzlichen Buffs, die ihr hinzukaufen könnt. Ja, wird richtig geile Sachen kommen, die nachgemacht sind, hauptsächlich für Injustice 2, teilweise von Mortal Kombat kopiert worden. Aber hey, okay, nach 1000 Millionen von Jahren, Kabam hat es gemerkt. Ihr habt ja jemand die Möglichkeit, die Bewertungen jetzt hier zu sehen von Google, die ich jetzt nochmal einblende. Und ganz aufrichtig gesagt, ich benutze echt das aufrichtig, das Wort, endlich haben sie es geschnallt. Es wurde auch Zeit, oder? Es wurde wirklich Zeit, wo man sagt, hey, keiner tut ja nach 7 Jahren irgendwie jetzt dazu auch was sagen. Es wurde einfach mal Zeit, dass ich noch was dazu sage in der Community und dass auch Michael Bambers beisteuert uns und sagt, hey, wir machen jetzt ein Spiel, wo ihr nicht spielsüchtig werdet. Und wo ihr tatsächlich ein kleines bisschen auf dem Bonbon oder auf der leckeren Rindersalami oder Schweinsalami, wer bevorzugt, welche Salami wählt ihr, dass der einfach so ein bisschen einen Haufen Geldwurst dazu bekommt. Ne? So ein kleines bisschen, hier hast du was, du Arschloch-Kind. Und so sind die halt eben. Ne? Ich habe mit mal früher in der Branche gearbeitet, ich war in so einem Team. Ich weiß, wie diese Leute denken und ich wünschte, ich könnte es nicht verurteilen, aber ich kann diese auch nicht so ganz verurteilen, denn das sind Leute, die haben jahrelang gelernt, das sind Leute, die jahrelang studiert haben, manche haben auch nicht studiert, manche haben es wirklich sich selbst beigebracht oder manche haben eben sehr viel Zeit in ihr Hobby eingeworfen und waren sie Programmierer. Dann haben sie natürlich, waren sie sauer, weil sie in der Schule geärgert worden sind, so wie viele Kabam-Leute. Dann wurden sie beleidigt, irgendwie die Hosen hochgezogen und was weiß ich, was für Scheiße lebt da. Dann wollen sie sich natürlich rächen. Verständlich, lieber Kabam-Mitarbeiter. Verständlich, ihr seid nicht wie Warner Brothers oder Capcom, ne. Ihr könnt damit nicht umgehen. Und dann kauft man sich natürlich von Netmarble für ein paar Milliarden ab. Also die wurden aufgekauft. Dann tut man natürlich ein Konzept ändern, dann heißt es immer mehr Pay to Win. Und dann beutet man so ein paar Jahre die Leute aus, bis man begreift, so weiter können wir nicht machen, es gehen immer mehr Leute zu uns weg. Und da ist mein Fazit einfach, hey, bei all dem Scheiß, was wir jetzt mitgemacht haben von der Community, vor allem von der deutschen Community, die sowieso wie ein Gefolg, hat mich jemand getroffen. Warum soll das die Polackenschwein? Herr Führer. Dann kann ich wieder abtauchen. Das ist halt eben das Problem. Ne? Wenn die in der Community, wenn die da irgendwas mehr machen würden. Und ich würde gerne der Community mehr beisteuern, aber ich wurde leider von Bam, weil ich knallhart bin, wenn es um Feedback geht.
für immer gebannt. Ne? Also von daher überlasse ich euch, macht mal mehr. Registriert euch im Forum. Tut mal über KWM schimpfen. Und zwar 1000 Leute schimpfen. 10.000, 100.000. Und was ich auch schon am Anfang gesagt habe, wenn wir da richtig durchgreifen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann können wir richtig durchgreifen, weil ich verspreche euch, wenn ihr den Kanal richtig, wie soll ich sagen, pushen tut, wirklich, Spenden auch da lassen, so, der habt ja immer meinen PayPal und das alles. Und dann macht weiter, ich würde dann weitere noch krassere, fettere Videos machen. Und wenn ihr über 1000, 2000, 5000, dann mal 10.000 Abonnenten nicht habt, dann würde ich auf jeden Fall immer eine Stimme für euch sein. Ich sage, hey, doch so nicht, Leute. Nicht so, right to your face, boom, bitch, psch, und dann würde sich was ändern. Weil man braucht ein Sprachrohr. Und ey, wer ist besser geeignet als ich, der nicht politisch korrekt ist, darauf achtet, weil er ein Polackenschweinchen ist, der Hardcore-Sprache verwendet, weil er das lebt, von Baby auf an. Und ja, ihr könnt meine Eltern fragen.